kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Age of Mythology. Heute spielen wir Mission 4 von Das neue Atlantis, Odins Turm. Ein ausgezeichneter Plan, hierher zu segeln, Herr. Die Nordmänner erwarten jetzt keinen Angriff in ihre Heimat. So ist es. Unsere Späher melden nur wenige Wikinger-Soldaten. Aber das Gelände ist bergig und rau. Sie könnten sich verstecken. Dort haben sie ihre Tempel gebaut. Also werden auch einige Soldaten dort sein. Odins Tempel ist unser Ziel. Wir werden den Wikingern eine Lektion erteilen. Dann schauen wir mal. Ersetzen Sie alle drei Wikinger-Tempel durch atlantische Tempel. Sie können das Plateau ohne Kronos Zeittunnel nicht verlassen. Ihnen steht darüber hinaus der göttliche Zauber Wirbelsturm zur Verfügung, um Ihre Armeen durch die Täler zu bewegen. Okay. Es führt kein Weg von diesem Plateau. Aber dank Kronos können wir unsere Gebäude über solch lächerliche Hindernisse hinweg versetzen. Mark, wir errichten Mark. Die Gebäude hier und versetzen sie dann mit Hilfe meiner Sichtweite über die Felsenklippen. Ja, das klingt doch gut. So, ich brauche auf jeden Fall auch mehr Leute. Wir sind auch wieder im heroischen Zeitalter. Sehr interessant, dass wir oft im heroischen Zeitalter starten. Oh, hier kann ich sogar theoretisch einen Hafen bauen mit einem Fischerboot. Ist vielleicht besser als nichts. Guck mal, da ist auf jeden Fall eine Bergfestung. Das ist ja schon mal interessant. So, bauen wir mal einen Hafen. Fischerboot, mehr oder weniger, macht schon Unterschied. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Dörfler. Und ich will Infanterie. Das ist zum Beispiel auch gut. Das machen wir mal. Das machen wir auch. Und ja. Akkus möchte ich ausbilden. Dann möchte ich auch noch eine Handelsgilde. Kannst auch weiter nach sein. Hier sind sogar zwei Fische. Das ist ja großartig. Das ist ja der absolute Wahnsinn. So, Kumpel, bauen wir nochmal so ein Herrenhaus hier. Herr Jos? Und bist denn noch eins? Weißt du was? Am besten sogar noch eins. Das ist ein Odin-Rabe, der mich ausspionieren will. So, dann bauen wir uns erstmal ein paar von den Akkus. Da könnte ich ja vielleicht auch... Also eigentlich muss ich ja nur unter den Turm, oder? Hier mal irgendwo hinlaufen. Es scheint, als ob der Turm von diesem Sturm beschützt würde. So ist es. Es wird von den Tempeln des Odin entfacht. Wenn wir diese durch unsere eigenen Tempel ersetzen, sollte der Sturm abflauen. Ich muss sagen, dieses Feature mit dem Drehen, das finde ich schon sehr gut. Das ist so eine Kleinigkeit verhältnismäßig, aber ich finde das sehr geil. Kann man einfach die Gebäude schön anordnen. Herr Jos? So, den können wir da auch mal hinstellen, dass er noch ein bisschen mal erkundet. Interessant, dass der ein Held ist. Herr Jos. So, dann kann ich hier auf jeden Fall... Und zwar einmal die Produktion hier stoppen. Ein Waldbrand! Vorsicht! Die Wikinger greifen an!
Oh shit, die kommen sogar mit Huskarl, das ist gar nicht gut. Die sind ja stark gegen meine Bogenschützen. Das ist nicht so gut. Ich glaube, ich muss mal ein paar Romillos ausbilden. Das, was die machen, am besten Doppelproduktion. Die sind zwar nicht so gut gegen die, aber die sind auch nicht gut gegen die Momillos. Also ist das zumindest ein kleiner Trost. Aber hier kann ich mich ja easy zubauen. Krass, wie weit dieser Waldbrand geht. Da sind auch welche. Kann ich mich hier vielleicht auch hinstellen und da noch was erspähen? Ah, da kommen sie jetzt schon wieder. So, ich mach dann auf jeden Fall das. Tötet sie alle! Shit. Valkyrie auch. Mach mal die Valkyrie da fertig. Oh, das war schon ein harter Schlag. Einige Leute verloren. Naja, das ist wohl so. So, das verbessere ich auch mal. Ja, das nutze ich lieber für die Tempel, denke ich mal. Aber wir sind Kronos und Kronos kann jedes Gebäude, außer das Dorfzentrum, ja, einfach woanders wieder aufbauen lassen. Das ist schon cool. Töte den. Weißt du was? Du baust mir hier am besten wirklich eine Mauer. Ich will nicht, dass die hier durchkommen. So, und ich habe ganz vergessen hier meine Sachen zu verbessern. Wobei, das sind ja drei Tempel. Ich könnte zumindest eine dieser Gebäude hier wegreißen. Aber ich könnte mir auch gleich Zerstörer bauen und dann würde das ja auch gehen. Wir haben ja keinen Stress. Die wollen hier alle schön erkunden. Aber wenn ich auch mehr Gold haben will, dann muss ich auch weiter ausbrechen. Ah, hier ist... Okay, hier ist sogar noch mehr Gold. Was ist das hier? Mit die Sichtweite aller Gebäude, okay. Bau mir mal einen Tempel. Jetzt hat er schon wieder hier. Ich muss das mal kurz stoppen. Herr Jost? Yuji. Krass, dass ich hier schon so heftige Erweiterungen habe, wie brennendes Pech. Skopos? Yuji? Skopos?
Was habt ihr gesammelt? Holz? Nein. Nahrung haben die gesammelt. Osto. Mack. Herr Joes? Schwester. Komm, schnappt euch den Auerochsen. Osto. Yuji. Skopos? Es lost. Mack. Osto. Osto. Schwest. Schwest. Burek. Es lost. Diat. Oh, du kannst das da reinpacken. Was kann ich mehr machen? Behemoth. Ja, so ein paar Behemoths wären schon nice. Um die Gebäude hier niederzureißen. Behemoths, die mag ich. Das ist eigentlich sehr... Warte mal. Ach so, für alle ihre mythischen Weiterentwicklungen. Ja, egal, das mache ich trotzdem. Das ist auch nicht schlecht. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, das mache ich mal. Und danach baue ich mir die Behemoths. Oh, die Mauern könnte man verbessern. Ich verstehe gar nicht, warum Mauern verbessern Nahrung kostet. Oder ist das ein Symbol dafür, dass da Leute dran arbeiten? Und das kostet eben Nahrung. Skopos. Skopos? Yuji. So, Orakel, du kannst dich mal da hinstellen. Du kannst noch ein Herrenhaus errichten. Beziehungsweise zwei. Das hier können wir noch verbessern. Herr Jos, Mack. Mack. Schwester. So, meine Behemoths, die gehen dann gleich da rein, dann können die alles zerstören. Yuji? Sehr viel Holz, Mann. Oh, das ist sogar eine große Goldmine, das ist gut. Burek, Yuji? Schwest. Es lost. Schwest. Nicht getroffen. Yuji. Mack. Herr Jos? Yuji. Schwest. Herr Joji, Diat. So. Sehr gut. Du könntest mir noch das hier bauen. Mack. Die können da schon ruhig mal reingehen. Joji? Mache ich die mal zu Helden, damit ich ein paar Helden habe. Skopos. Osto. Skopos. Mack. Skopos. Yuji. Skopos. Mack. Hört mal hier, mein Freund. Mach mal den Turm kaputt und dann das. Skopos. Oh, hier kann ich mir direkt noch ein Dorfzentrum bauen, das ist gut. Ja, bei den Verbesserungen, da sehe ich mich. Könnt den Tempel vernichten. Ah, krass. Hier ist sowieso eine Sackgasse. Interessant. Osto. Das ist sehr linear hier. Ja, dann. Ich würde mal sagen, das bauen wir direkt mal hier hin. Das ist schon cool. You see? Mark. Es lost. Mark. Yuji. Es lost. Was habt ihr gesammelt? Yuji. Mos intum. Skopos. Yuji. Diat.
Esch lost. Burek. Oh shit, da kommen sie. Nein, 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 nicht meine Behemoths. Nein. Auch die Helden weg. So, ich will den auch mal hier hinsetzen. Wenn ich die so umbaue, dann kann ich die leider nicht drehen. So, mein Freund, du kannst gerne mal hier ein Dorfzentrum bauen. Du kannst das da reinmachen. Angriffsschaden der Kavallerie gegen Titan. Das ist ja mal komplett useless für mich. Naja, was soll's. Wie wär's mit Bauen? Das wäre doch mal was. Du Scheiße. Den Riesen weg. Die sollen hier ruhig angreifen, aber ich brauche Verstärkung. Tja, die kontern mich hier schon gerade sehr. Überlebt er nicht. Nein. Und der haut ab. Nein, also nur die. Dorfzentrum fertig? Sehr gut. Könnten wir auch einen Palast bauen. So, die machen die alles klar schief. Guck mal hier ein bisschen zurück gerade. Ist noch eine Reliquie. Pegasus-Speer. Ich krieg dann einen Pegasus. Skopos,
Bure. Osto. Eschlost. Eschlost. Bure. Bure. Und den Riesen weg. Yuji. Bure. Yuji. Yuji. E poro fras. Ja, das Dorf ist schon mal platt hier. So, kann ich das jetzt hier? Ja. Sehr gut. So, mein Freund, bauen wir noch ein Dorfzentrum hier. Das lief doch sehr gut. Dann setzen wir diesen Tempel mal dahin. So, habt ihr die Kühe hier geschnappt? Dann könnt ihr ja ruhig hier helfen und dann Nahrung sammeln. Keine Ahnung. Na gut. Herr Mark. Burek, Mak. Burek, Mak. So, ich glaube, mit den Einheiten reicht's mir gerade mal. Ich lost. Können sich hier mal einfinden. Ich mach mal einen kleinen Teil zu Helden. Skopos, jetzt wieder ein paar Eisriesen oder so kommen. Wo sind eigentlich meine Dorfbewohner da? Wäre vielleicht so OP, wenn man das... Ach shit, die sind jetzt hier rausgegangen, die Sachen. Ich meine, das eine ist eh useless und das andere eigentlich auch. Ah, hier geht's gar nicht weiter. Interessant. Also das heißt, ich muss mich hier rüber shiften. Okay. Yuji, Vayen, Skopos, es los, Diat. Du kannst Gold sammeln, du kannst Nahrung sammeln, obwohl ich Nahrung gerade am wenigsten eigentlich habe. Das können wir noch verbessern. So. Hier. Das ist schon cool. So, machen wir alles kalt. Tötet die Hersen. Oh, das sind aber schon einige hier. Osto, Emperor of Frost.
Die wollen hier die Häuser reparieren, damit die wieder neue Einheiten bauen können. So, sammelt euch mal hier, damit die Behemoths gleich tanken. Interessant, dass hier ein ägyptisches... Ah ja, okay, jetzt ist es weg. Ist jetzt noch aufgestiegen. Riese. So, jetzt könnt ihr euch austoben hier. Mach schon mal das. Wo ist Hauze weg? Ein weiterer Tempel wurde zerstört. Burek. Voliat. Burek. Voliat. Burek. Es los. So, bauen wir noch zwei Tempel hier. Zack. Okay, der hat hier echt viele Leute noch. Ich baue jetzt wahrscheinlich einfach weiter Momillus und Arcus. Das kann ich hier übrigens auch noch machen. Das eigentlich auch, das kann ich aber hier machen. Ja, gute Arbeit. So. Ich kann noch ein paar Behemoths bauen. Eindringlinge! Epur of Frost! Gebäude sind widerstandsfähig gegen Belagerungswaffen, brauche ich auch nicht. Der steht auch, dann müssen wir jetzt ja nur noch hier rüber. Na, hier bauen sie auch was. Mark. Epur of Frost. Epur of Frost. Los, haut das weg mit euren Brandpfeilen. Ja, mit Brandpfeilen sind die echt gut gegen Gebäude. Es lost. Osto. You see? Es lost. You see? Es lost. You see? Skopos? So. Dann shiften wir uns mal rüber. Also der Zauber sieht schon richtig cool aus, finde ich. Frost! Burek!
Ja, ich würde sagen, die haben voll verkackt. Hier die Nordmänner. Warum kann ich sie nicht nutzen? Ah. Die Hauptsache, die Ramme greift hier im Behemoth an. Der letzte Tempel ist zerstört. Okay, dann können wir den platzieren. Haltet den Turm um jeden Preis! Herr Joes, Yuji. Der Sturm ist vorüber! Wir können uns den Turm nähern! Bringen Sie Castor in die Nähe. Okay. Ja, komm, reiß die Gebäude noch ab. Warum nicht? So, dann machen wir mal ein bisschen Ordnung hier bei den Einheiten. Alter, 8 B-Mods sind schon krass. Warum sollen das die B-Mods machen? Wo haben wir die? Junge, wie schnell die das kaputt machen. Los, haut das alles weg hier. Nice. Ja, und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit die alte Reliquie. Die Atlanta ziehen nach Ägypten, um Königin Amandra etwas Wichtiges zu nehmen. Okay, dann machen wir da weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Was? Du hast das Video nicht geliked?